Hey Leute, hier ist David aus Australien. Wie geht es euch? Ich habe in meinen letzten Videos viel zum Thema Gebrauchtwagenkauf erzählt, gesagt, Tipps gegeben. Und ich dachte, ein paar wichtige Punkte sind vielleicht noch erwähnenswert. Eine Sache, die ihr am Telefon, wenn ihr ein Auto im Internet gefunden habt, schon machen könnt, wenn ihr einen Besichtigungstermin vereinbaren wollt, ruft den Verkäufer an oder den Anbieter und fragt erstmal nach, warum das Auto verkauft werden soll. Ja. Und fragt euch einfach selbst, ist das ein logischer Grund, warum jemand ein Auto verkauft, oder druckst da so ein bisschen rum. Ja. Als nächstes frage ich dann immer, ob es ein Logbuch gibt. Und da gibt es ja manchmal patzige Antworten wie sowas wie, du bist in Australien, sowas haben wir nicht. Das ist schlichtweg gelogen. Jedes Auto hat hier ein ganz normales Logbuch. Logbuch ist ein Checkheft, in Deutschland heißt es Checkheft, und da wird im Prinzip die Wartungsintervalle wird dort verzeichnet. Das heißt, da wird ein Stempel reingemacht, wenn die Standarddurchsicht durchgeführt wurde. Okay. Wenn das Buch nicht vorhanden ist, dann fragt nach, oder auch generell fragt nach, ob es irgendwelche Rechnungen gibt etc. Das ist aber auch was ihr dann vor Ort dann machen könnt, wenn ihr euch das Auto anschaut. Okay. Ja, das ist eigentlich so, was ihr beim Telefonieren mit dem Verkäufer, bevor ihr einen Besichtigungstermin habt, machen könnt. Was ich immer gerne frage, ist, wenn das Auto mehr als 100.000 Kilometer runter hatte, oder wann der Zahnriemen etc., Drive Belts, heißt es auf Englisch, wann die gewechselt wurden. In der Regel sollten die alle 100.000 Kilometer gewechselt werden. Und das ist in der Regel ein teurer Eingriff. Wenn der nicht gemacht wurde, dann wären da mal schnell 500, 600 Dollar fällig. Einfach nicht wegen den Riemen, das ist relativ günstig, aber da muss viel ausgebaut werden etc. Das ist einfach ist eine aufwendige Arbeit und die kostet viel Geld. Das heißt, das möchte man in der Regel schon erledigt haben, wenn man ein Auto kauft. Okay, wenn ihr dann zum Besichtigungstermin dann hingeht, nehmt euch am besten, ich habe schon ein paar Mal erwähnt, jemanden mit. Ja, vier Augen sehen mehr als zwei. Idealerweise jemanden, der selber Auto fährt oder auch schon mal einen Gebrauchtwagen gekauft hat, also der ein bisschen Erfahrung hat, ja, kann die schaden. Ansonsten geht ins Internet und googelt nach Autokauf-Checkliste oder Gebrauchtwagen-Kauf-Checkliste etc. Und da gibt es alle möglichen deutschen Anbieter, aber auch natürlich australische Anbieter von irgendwelchen Internetportalen, Autobörsen etc., die in der Regel irgendwelche Checklisten anbieten. Hier ist zum Beispiel ein Exemplar von mobile.de oder vom ADAC. Gibt es natürlich auch von Autoscout24 etc., aber wie gesagt auch von carsales.com.au hier in Australien. Druckt es euch aus, lest es euch durch und nehmt diese Checkliste einfach mit zum Besichtigungstermin. Das hilft euch einfach, so die wichtigsten Sachen, das, was ihr selber testen und euch anschauen könnt, dass ihr das dann auch einfach macht und nicht unter dem ganzen Stress vergesst. Ja? Einfach ein schönes Hilfsmittel. Okay, das soll es erstmal gewesen sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt oder selber Erfahrungen gemacht habt zum Thema Autokauf in Australien, dann würde es mich freuen, wenn ihr einfach das Video kommentiert und eure Erfahrungen teilt. Ansonsten vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr von mir auf dem Laufenden gehalten werden könnt. Also, bis später.